Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 9. Dezember 2018 nach westlichen Astrologie. Es gibt Unterschied zwischen westlichen Astrologie und indischen Astrologie. Die Berechnung finde ich persönlich bei der indischen Astrologie präziser, aber ich zeige auch die westlichen Astrologie, weil das ist doch vertraut und viele von euch möchten lieber die westlichen Astrologie anschauen. Und hier in diesem Bild erscheinen die 12 Lebensbereiche. In Astrologie nennt man das Häuser. Ich vermeide dieses Wort zu benutzen. Für mich ist das eine Ganzheit. Ich könnte dann das so mal sagen. Das ist ein Haus in verschiedenen Räumlichkeiten, in verschiedenen Lebensbereichen. Und so schließt sich der Kreis als Einheit. Wir haben tägliche Einflüsse von Kosmos. Und das ist eine Wandlung. Das ändert sich Tag zu Tag. Die schnellere Bewegung zeigt sich die Mondbewegung. Die Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und beeinflusst unseren Alltag. Und Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, beeinflusst unseren Monatsthemen. Und dann kommen noch die anderen Planeten auch dazu. Merkur ist die schnellstere über die Planeten, die langsamere ist Pluto, das letzte in unserem Sonnensystem. Manchmal ändert sich die Laufbahn und dann steht Neptun am Rande, dann ist natürlich Neptun schneller. Es gibt dieses Phänomen, da gibt es diese Wechsel, das haben wir in 70er Jahren erlebt. Und hier sind die 12 Lebensbereiche. Ich habe nur das ausgelegt, wo gerade die Energie fließt. Die andere lassen wir jetzt mal ruhen, sonst ist zu viel Karten, dann wird das unübersichtlich. Die erste Lebensbereich zeigt, ich bin's, ich zeige mich, so bin ich. Und zeigt man sie die Persönlichkeit, auch die Aussehen, das Auftreten und bei Sonnenaufgang, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Schütze hier in Osthorizont auf und das entspricht die erste Lebensbereich. Mit dieser Energie beginnt der Tag. Also die Schütze zieht das Ganze wie ein Lokomotiv und dann folgen die anderen Tierkreiszeichen. Und hier, natürlich, weil Sonne befindet sich hier im Schütze, fließt die Energie, bestimmt auch unsere Monatsthemen, wirkt auch auf unseren Tag. Es entsteht jetzt ein Phänomen, weil die Tierkreiszeichen Wassermann und gegenüber die Tierkreiszeichen Löwe ist eingeschlossen. Und so fühlen sich die Löwengeborenen, auch die Wassermanngeborenen, wie eingesperrt zu sein, geht nichts voran. Natürlich ändert sich das wieder, aber diese beiden Tierkreiszeichen sind eingeschlossen, fühlen sie sich auch wie eingesperrt zu sein, gefangen zu sein an ihrem Leben oder in einer bestimmten Situation oder ihren Gefühlen. Und weil das so ist, natürlich gibt es zwei Tierkreiszeichen, der über zwei Lebensbereichen herrscht und dazu gehört auch gerade die Schütze, öffnet den Tor zum 12. Lebensbereich, wo die Geheimnisse liegen und öffnet sich den Lebensbereich, das erste Lebensbereich, was das Selbstbild, die Selbstdarstellung zeigt. Also Sonne ist hier im Tierkreiszeichen Schütze. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier ist die Mondenergie und die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt gerade auf die Finanzen. Und Mond aktiviert die Thema Finanzen. Und weil Sonne und Mond auf uns alle wirkt,
Natürlich spüren wir das alle. Also durch die Mondenergie haben wir alle heute die Themen Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Merkur ist der Planet der Handlungen, aber auch die Kommunikation, die Austausch. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze zum Skorpion und das im 11. Lebensbereich, was die Freundschaften betrifft, also Kommunikation, Gespräche in Freundeskreis mit Freunden, ein Austausch. Aber die 11. Lebensbereich bedeutet auch Treffen mit Menschen, die gleichgesinnt sind. Ein Partei oder ein Verein. Und hier kommen die Handlungen und Gespräche, eventuell auch Verträge, dass wir gerade einen Vertrag unterschreiben, weil wir uns im Sportverein anmelden, zum Beispiel. In diesem 11. Lebensbereich sind auch die Hoffnungen. Also die Hoffnung ist da für einen Austausch und für Nachricht, für Kommunikation oder für klärende Gespräche. Venus befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Also hier handelt es sich auch um Freundschaften oder die Liebe im Freundeskreis zu finden. Also eine Liebesangelegenheit und Gesprächen, Begegnungen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist die Mars-Energie. Und bei dritter Lebensbereich handelt es sich um Medien. Aber handelt sich auch um Schulungen, Medien, Internet, Kontakte, kleinere Veränderungen, Kontakte auch mit Verwandten, mit Nachbarn. Es ist Bewegung und Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, mehr Kontakte über Internet oder wieder Kontakt mit der Familie, Verwandte, mit Nachbarn. Aber Mars bedeutet auch eine männliche Person. Also es besteht auch die Möglichkeit, einen Mann kennenzulernen über eine Schulung oder einen Mann kennenzulernen über Internet oder mit einer männlichen Person in Verbindung setzen von Verwandtschaft oder von Nachbarschaft. Hier in diesem Lebensbereich ist auch eine kleine Reise möglich und das aktiviert Mars gerade und dem Tierkreiszeichen Fischen bedeutet das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Es ist eine fließende Energie oder eine Reise machen, wo Wasser ist. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter ist die Weisheit und auch die göttliche Gerechtigkeit und öffnet unserem Auge auch mal um das Ungerechtigkeit. Also zeigt uns, was ungerecht ist. Jupiter möchte, dass wir zu unserer Größe stehen, aber dass wir das nicht übertreiben, zu unseren wahren Werten stehen. Und natürlich entsteht hier auch Themen wie religiösen Themen, die Suche nach Gott auch. Und hierbei die Geheimnisse bedeutet diese Jupiter-Energie im 12. Lebensbereich wirkt das, die Geheimnisse des Lebens zu verstehen. Mit unserem Inneren auseinandersetzen, mit unseren wahren Werten bewusst zu sein. Oder die Suche nach Gott, die Göttlichen. Aber mit diesem Jupiter-Einfluss erkennen wir unsere wahren Feinde. Hier sind auch die geheimen Feinde auch. Und wir schauen hinter den Kulissen und erkennen die Ungerechtigkeiten im Leben. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock und das handelt sich um die Werte, Wertschätzung und Finanzen
und da erteilt Saturn uns Lernaufgabe. Und weil Mond steht in Verbindung zum Saturn, diese Lernaufgabe bekommen wir alle, nicht nur die Steinbockgeborenen, sondern durch den Mondeinfluss wir alle. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, bringt Umbrüche und Veränderungen und das im häuslichen Bereich. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, steht in Verbindung zum Mars, genauso wie bei indischen Astrologie auch, aber dort in anderen Tierkreiszeichen, aber die Verbindung ist bei beiden Horoskopen dasselbe. Mars und Neptun wirkt wunderbar, wenn das um die Kreativität geht, weil Neptun lässt unseren Träumen leben, unseren Visionen, zeigt das bildhaft. Und dann können wir unsere Energie in diese Richtung lenken. Mars ist die Energie, die Kraft, die Überzeugungskraft, das zu vertrauen, unseren Träumen. Und das in Tierkreiszeichen Fischen. Neptun herrscht auch über die Tierkreiszeichen Fischen. Dieser Traum zum Leben. Aber wenn wir versuchen, etwas zu klären, dann ist es sehr schwierig. Weil wir bekommen durch diese Neptun-Energie keine Klarheit. Neptun neigt dazu, etwas zu benebeln. Und Alkohol, Drogen ist auch ein benebelter Zustand. Und gerade bei Fischen, wo um Flüssigkeit geht, also es sind viele, besonders die männlichen Personen, neigen dazu, jetzt zum Flasche zu greifen. Und haben Alkoholprobleme, das muss auch dazu sagen. Pluto gibt die inneren Kraft, die Konzentration, auch im Steinbock und hat einen Einfluss auf unsere inneren Kraft, auch zu unseren Werten zu stehen und natürlich die Finanzen, konzentriert auf die Finanzen kümmern gerade. Chiron ist ein Kleinplanet, befindet sich zwischen also im Himmel, in unserem Sonnensystem befindet sich zwischen Saturn und Uranus eine wunderbare mythologische Geschichte. Chiron zeigt das Schmerz, auch das seelische Schmerz, auch das körperliche Schmerz, was er selbst auch erlebt hat und bringt die Heilung. Chiron ist der große Heiler und der Weise und unterrichtet Asklepios, der himmlischen Arzt. Also hier wird gezeigt, wo weh tut, entweder Krankheiten oder eine Lebenssituation, was uns kränkt und brauchen wir Heilung. Und diese Chiron-Energie befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen im dritten Lebensbereich. Und da sind die Verwandten, Nachbarn oder die Kommunikation über Internet. Das kann natürlich hier ein Zusammenhang sein mit Alkoholismus und natürlich viele sind davon betroffen, dass jemand in die Familie oder Verwandtschaft zum Flasche greift und natürlich das kränkt auch und hier braucht man eine Heilung. Das kann auch gerade ein Thema sein. Lilith ist ein Schnittpunkt im Himmel, im Mond, Umlaufbahne, zeigt unsere Wünsche und Sehnsüchte, aber wir neigen dazu, davonlaufen. Und wir neigen dazu, sagen, na, das steht mir gar nicht zu, ich glaube nicht daran, ich wünsche das zwar, aber kommt immer diese große Aber. Diese Lilith-Energie befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, was auch eingesperrt ist im Bereich die Werte und Wertschätzung. Und das trifft besonders die Wassermann-Geborenen. Ich möchte das erreichen, aber ich bin nicht gut genug. Und das kann auch die liebe Partnerschaft bedeuten. Ich habe das nicht verdient. Ich bin nicht gut genug. Oder die Finanzen, natürlich hängt das energetisch zusammen, die Wertschätzung, Selbstwertgefühl und die Finanzen. Der Wunsch ist da, etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen und das trifft die Wassermann-Geborenen in erster Linie
Und diese Lilith-Energie aktiviert dieses Wunsch. Die Sehnsucht ist da und fühlt sich das wie gelähmt. Die Wassermann-Geborenen schließen sie sich und fühlen sich wie eingesperrt und sagen dazu, ich bin nicht gut genug, ich habe das nicht verdient, und sie neigen auf Rückzug, davonlaufen. Und das ist wichtig, über die eigenen Schatten zu springen und sagen, doch, das ist meins, das nehme ich in Besitz, ich genieße das einfach. Und dann ist das die Befreiung, besonders bei den Wassermann-Geborenen. Die Verbindungen, Mars und Neptun stehen in Verbindung, das habe ich erwähnt. Mond steht mit Saturn in Verbindung, aktiviert die Werte, Wertschätzung, Finanzen, was wir auch alle spüren. Es entsteht ein Quinkungsaspekt zwischen Uranus und Merkur. Uranus und Merkur, diese Quinkungs bedeutet vielleicht, man weiß nicht. Das ist Unsicherheit. Und hier handelt es sich um Veränderungen und Gespräche. Soll ich nicht? Soll ich sagen oder soll ich lieber nichts sagen? Bei rückläufiger Uranus handelt es sich auch bei vielen Fällen um die Vergangenheit, Kontakte von früher oder Themen von früher, oder dass jemand sich meldet plötzlich von Vergangenheit und entsteht diese vielleicht Energie, wo man sagt, oh, jetzt weiß ich nicht, soll ich antworten oder lieber nicht. Was soll ich tun? Eine gewisse Unsicherheit löst auf Uranus-Merkur-Verbindung gerade. Und das trifft in erster Linie die Wiedergeborenen und die Skorpiongeborenen. Die heutige Engel heißt Engel Hachael. Jeden Tag haben wir einen Engel, was über den Tag herrscht und steht in Verbindung zum Uranus, zum Luftelement und zu Tierkreiszeichen Waage. Engel der Seelen, ein Schutzengel, und begleitet uns in unserem spirituellen Weg, verkörpert die Sonnenenergie und hilft bei Energiearbeit, bei Spiritualität. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste.
dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.